Ein Handgriff, schwupps, der Dreck ist weg. Kabel raus, Akku rein. Ab wann lohnen sich trendige Akkustaubsauger? Ein guter Akkusauger kostet das Doppelte bis Dreifache wie ein Kabelsauger. Puh, klare Worte. Bedeuten teure Produkte gleichzeitig guten Kundenservice? So im Sinne von Kundenfreundlichkeit und Verbraucherschutz finde ich das relativ schlecht. Juristisch ist das Ganze nicht angreifbar. Und Schrauben statt Schrotten. Ist ja fast 30 Jahre alt. Ja. Aber das heißt ja nichts. Wenn wir hier das Kabel austauschen, vielleicht haben wir Glück und er läuft einfach. Das wäre so cool. Da würde ich mich so drüber freuen, wenn das wieder geben würde. Der Haushaltscheck mit Yvonne Willix. Ihr Thema heute? Akkustaubsauger und die kabellose Freiheit. Welche Geräte überzeugen? Bevor es losgeht, frage ich mal rum. Mit welchem Staubsauger möchten die Menschen im Westen ihrem Staub den Kampf ansagen? Akkustaubsauger, ja genau. Man hat das einfach so in der Hand. Ist praktisch. Aber ich habe noch so einen Akkusauger separat auch, ja. Akkusauger? Ja, habe ich tatsächlich schon drüber nachgedacht. Ja. Definitiv Akkusauger. Dann kann ich mir Dreck nehmen. Akku ist wahrscheinlich schlauer. Ich würde auch mit dem Kabel sagen, ist das immer so nervig. Mhm. Spontan wahrscheinlich schon Akku, weil es schon einfacher. Mittlerweile halten die Akkus so lange genug, dass man da keinen Nachteil mehr durch hat. Also wirklich alle Team Akku? Also ich würde wieder so einen normalen Schlitten-Staubsauger kaufen. Weil ein Freund von mir einen Akkustaubsauger hat und der, weiß ich nicht, da kann man ein Zimmer mit saugen und dann ist der auch schon leer. Ich hatte früher mal so einen kleinen Staubsauger, Handstaubsauger und da ist immer irgendwie, da war mir nicht genug Power und Saft. Akkugeräte liegen offensichtlich im Trend. Aber an der Akku- und Saugleistung gibt's doch Zweifel. Welche Akkusauger werden auf dem Markt überhaupt angeboten? Also so Akkustaubsauger sind wahnsinnig teuer. Ich habe jetzt mal hier geguckt, einer der, von dem ich weiß, teuersten Staubsauger, die es gibt, von der Wuppertaler Firma. Da kostet das Grundgerät 668 Euro. Du musst dann noch das ganze Zubehör dazu kaufen. Und dann landest du gerne auch mal bei, ich sag mal, 1200, 1300 Euro. Für einen Akkustaubsauger. Für einen Akkustaubsauger. Ja, das finde ich schon bemerkenswert, weil das ja so ein Trendgerät ist. Mehr als 3 Millionen Akkusauger wurden allein 2021 in Deutschland verkauft. Wie teuer die gefragten Trendgeräte wirklich sein müssen, das erfahren wir gleich. Hier ließ ich zum Beispiel, geeignet sind Akkusauger für kurzes Saugen. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Auf maximaler Saugstufe hält der Akku vieler Sauger nur bis zu 15 Minuten. Dafür kein lästiges Hantieren mit dem Kabel. Was wir auf jeden Fall recherchieren müssen, wir müssen mal gucken, was ist eigentlich ein guter Staubsauger? Also was macht auch einen guten Kabelstaubsauger aus? Und was ist denn dann dagegen ein guter Akkusauger? Und sind die vielleicht auch besser geworden? Auskunft über die Leistung eines Staubsaugers hat bis vor einigen Jahren das EU-Energielabel gegeben. Aber wegen Unterschieden in den Staubauffangsystemen wurde das Label 2018 für ungültig erklärt. Aber da frage ich mich ein bisschen, gut, wenn ich das nicht mehr habe, worauf achte ich denn dann überhaupt, wenn ich in den Laden gehe? Was ich jetzt hier rausgefunden habe und was ich auch empfehlen würde, ist immer den auszuprobieren, in der Hand zu halten, egal welchen Staubsauger, um zu gucken, wie geht das mit der Bürste, bewegt die sich, wie schwer ist das Teil und vor allen Dingen, wie laut ist der. Hohe Wattzahlen dagegen spielen keine Rolle mehr. Sie sind seit einigen Jahren auf 900 Watt begrenzt. Hilfreich beim Staubsaugerkauf sind außerdem Testberichte, wie zum Beispiel die der Stiftung Warentest. Was ich interessant finde, ist, dass die hier dann doch das teuerste Gerät auch der Testsieger ist. Da würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich so ist. Und vor allen Dingen, wenn ich ein Vorgängermodell habe, hat sich da so viel getan an der Technologie, dass ich mir direkt wieder einen neuen kaufen müsste, um mitzuspielen? Ich werde mich verabreden mit der Stiftung Warentest. Aber eins lässt mich noch nicht los. Gute Akkugeräte scheinen super teuer zu sein. Würden Verbraucherinnen und Verbraucher so viel ausgeben? Höchstens 300, 400 Euro. Wäre schon Limit. Sagen wir so maximal 150. Vielleicht 150? Ja. Also für einen Staubsauger mehr als 300 Euro würde ich, glaube ich, nicht ausgeben. Ich glaube, die liegen so 300, 400 Euro ist das dann halt schon, ja. Aber ich kaufe den, damit er nicht kaputt geht. Deshalb Dyson, ich hoffe, die halten lange. Naja, ob das stimmt, ich bin gespannt. Mehr als 400 Euro will keiner der Befragten ausgeben. Yvonne startet den Versuch, wie sich die Trendgeräte im täglichen Gebrauch bewähren. Alltagscheck. Akkustaubsauger im Test.
Unterstützung bekommt sie von alten Bekannten. Familie Sackewitz hat zuletzt für Yvonne Thermostate gecheckt. Dabei ist Yvonnes Blick auf den Dyson der Familie gefallen. Also ich bin total unzufrieden. Mir ist es einfach so, dass der Akku viel zu schnell leer ist. Also ich habe da bei der hat nur zwei Stufen, bei der hohen Stufe, die ich eigentlich brauche, habe ich maximal 40 Sekunden. 40 Sekunden, da kriegst du ja nur ein halbes Zimmer gesaugt. Für den Großputz hat Janine deswegen noch einen etwa 8 Jahre alten Kabelschlitten. Eigentlich brauchen wir wieder einen Akku an Staubsauger. Gerade für dieses mal eben schnell unterm Tisch hersaugen oder mal eben, bevor sich im Raum verteilt. Ja, so hundertprozentig zufrieden ist Janine Sackewitz mit ihrem kabellosen Akkustaubsauger im Grunde genommen gar nicht. Aber sie würde sich auf jeden Fall wieder einen neuen kaufen. Was ist denn dran an den Trend-Akkusaugern? Und vor allen Dingen, wie viel Geld muss ich dafür ausgeben? Das weiß er. Rainer Metzger ist Redakteur bei der Stiftung Warentest und weiß, was Akkusauger besonders macht. Trend-Akkustaubsauger. Warum sind sie so beliebt? Ich habe mir jetzt die Testkompetenz Deutschlands an meine Seite geholt. Stiftung Warentest, in Vertretung von Ihnen, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben Staubsauger getestet. Was sind Ihre Ergebnisse da gewesen? Also die guten Akkusauger, die sind inzwischen mindestens so gut wie die Bodenstaubsauger. Mhm. Ja, die können Teppich und alles Mögliche saugen. Und die haben unten drinnen so eine rotierenden Bürsten. Das haben die Bodenstaubsauger meist nicht. Und da kriegen sie die Tierhaare und Fasern besser mit. Gemeint ist die sogenannte Elektrobürste. Dank ihr performen gute Akkusauger auf Teppichen besser als Bodenstaubsauger. Unterschiede gibt es auch in der Lautstärke. Ja, der ist auf Max. Ja, schön leise, ne? Ich höre den fast gar nicht. Und das ist jetzt auch noch nicht voll laut, da gibt es noch viel lautere. Den kann ich auch runterregeln. Ja, der ist auf jeden Fall, der macht auch so ein unangenehmes Geräusch. Es gibt lautere. Kabelstaubsauger sind in der Regel leiser als Akkusauger. Nachholbedarf gibt es auch bei der Akkuleistung. Also ein Akku hält volle Power halbe Stunde, vielleicht auch nur eine Viertelstunde. Mhm. Wenn Sie volle Kanne aufdrehen, eigentlich nur eine Viertelstunde. Mhm. Wenn das nicht reicht, brauchen Sie natürlich einen Kabelsauger. Wer trotzdem nicht auf das Trendgerät verzichten möchte, kann sich einen Zweitakku kaufen. Apropos Akku, die sind doch super schlecht für die Umwelt. Sind Akkusauger also echte Öko-Teufel? Also der Stromverbrauch macht unheimlich viel aus bei einem Elektrogerät. Für diesen ganzen ökologischen Rucksack. Okay. Und da ist der Akku besser. Das glaubt uns oft keiner, aber der Akku, das auch nicht. Der Akku, gucken Sie sich den Stromverbrauch an, da haben Sie hier die Hälfte vielleicht. Im Akku sind problematische Rohstoffe verbaut. Da die verwendeten Mengen sehr gering sind, wirkt sich das laut Stiftung Warentest aber kaum auf die Ökobilanz aus. Ausschlaggebend in puncto Nachhaltigkeit ist der Stromverbrauch. Hier schneidet das Trendgerät besser ab. Im Schnitt verbrauchen Akkustaubsauger 50% weniger Strom als Kabelgeräte. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel sich diesen normalen Schlitten anguckt, der kostet 199 Euro und hier ein Akkustaubsauger auch mit 199 Euro. Ist der vergleichbar von der Leistung mit diesem Gerät hier, mit einem solchen? Ein guter Akkusauger kostet das Doppelte bis Dreifache wie ein Kabelsauger. Wenn Sie nur 200 Euro haben und vor allem, wenn Sie dann auch noch einen Teppich haben, dann brauchen Sie einen Bodenstaubsauger mit Kabel. Sonst haben Sie Murks gekauft. Puh, klare Worte. Bin ich ganz überrascht, dass ich so klare Worte kriege. Um die gleiche Saugleistung zu haben, muss man laut Stiftung Warentest etwa 600 Euro für einen Akkusauger ausgeben. Gute Kabelgeräte gibt es bereits ab 200 Euro. Das ist 400 Euro drüber. Ich weiß ja nicht. Wir hatten ja mal gehofft, dass wir mal einen günstigeren, guten finden, aber ist einfach nicht der Fall, warum auch immer. Es geht erst ab 500, 600 Euro los. Und da sind dann aber auch nicht alle teuren gut. Also der Name wird immer mitbezahlt. Wie gut Markengeräte wirklich sind, erfahren wir später noch. Halten wir fest, Akkusauger performen gut auf Teppichen und sind praktisch für kurzes Saugen. Probleme gibt es immer noch bei Akkulaufzeit und Lautstärke. Leistungsstarke Akkusauger sind aktuell noch sehr teuer. Wer Wert legt auf eine unbegrenzte Laufzeit, ist mit einem Kabelgerät besser bedient. Eine gute Saugleistung bekommt man auch mit kleinerem Budget. Dafür ist er unpraktisch und in der Regel schwächer bei Tierhaaren auf Teppichen.
Vielen Dank für diese objektiven Informationen. Fast ohne Emotionen, das ist auch ganz, ganz wichtig, denn hier wird knallhart getestet. Jetzt bin ich gleich verabredet und zwar mit einem Professor. Und da kommt natürlich das Gefühl auf jeden Fall mit dazu. Warum kaufen wir alle auf einmal Akkustaubsauger und denken, wenn wir keinen zu Hause an der Wand hängen haben, wir könnten nicht mitspielen in der großen Staubsaugerwelt? Auch Janine testet knallhart in unserem Alltagscheck. Sie saugt für Yvonne 3 Wochen lang Staub und Krümel mit Akkusaugern unterschiedlicher Preisklassen. Los geht's in Woche 1 mit dem günstigen Modell von Rowenta. Im UVP kostet der Sauger knapp 320 Euro. Online erhält man ihn schon für ca. 180 Euro. Der Akkustaubsauger hat eine maximale Laufzeit von 45 Minuten und 2 Saugstufen. Integrierte Möbelbürsten sollen das Staubsaugen erleichtern. Ich habe hier an der Station nichts, wo ich mein Zubehör festmachen kann. Also mein Zubehör muss ich jetzt einfach irgendwie daneben legen. Also Bürsten, also man kann diesen Stab dann einmal benutzen, ohne ihn umbauen zu müssen. Das finde ich ist eine ganz nette Idee. Ich fange jetzt hier einfach mal am Tisch an. Wir haben hier so ein paar Krümel im ganz normalen Modus. Das ging jetzt ganz einfach, haben wir alles weggesaugt. Da brauchte ich jetzt keine andere Bürste für. Die integrierten Bürsten findet Janine praktisch. Und wie klappt's mit der normalen Bodenbürste? Ja, was ich jetzt schon sehe, also die Bürste, wenn ich ihn aus dem Stand nehme, die fährt nicht zurück. Da muss ich einmal drauf treten, damit die wieder in die Ausgangsposition geht. Okay, das ist jetzt ein bisschen sperrig. Hat unwahrscheinlich gut funktioniert gerade, dass ich den Stiel einfach abmachen konnte. Nächste Herausforderung, Frühstückskrümel wegsaugen. Für mehr Saugkraft hat das Gerät eine Boost-Funktion. Ja, der Turbo hat da doch ein bisschen mehr mitgeholfen. Also mit der Bedienung ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der bleibt ohne zu halten. Aber wenn ich dann in den Turbo-Modus gehe, müssen wir darauf achten, welchen Knopf man jetzt drückt, dann vertue ich mich noch ab und an. Janines Problem. Für die Boost-Funktion muss der Hebel durchgängig gezogen werden. Und wie steht es um die Reinigung? Mehr als ein halber Liter Dreck sollen in den Staubbehälter passen. Zum Beutel leeren gibt es hier einmal diesen Knopf. Ich nehme das Ganze nach oben. Was ich ganz gut finde, den kann ich jetzt hier auch nass ausspülen. Genauso wie den hier. Aber so wie ich das gelesen habe, durfte man den nicht nass machen. Jetzt wundert mich nur, warum hier so ein Wasserhahn drauf ist. Den Filter kann man nicht nur, sondern sollte man regelmäßig auswaschen. Wichtig, 24 Stunden trocknen lassen, denn Feuchtigkeit im Gerät kann zu Motorschäden führen. Er macht jetzt nicht den wertigsten Staubsauger, aber ich finde es total super, dass man ohne einen Aufsatz zu wechseln, auch mit der Bürste oder auch hier ganz unten sind auch noch mal diese Bürsten dran, direkt saugen kann. Ob Gerät Nummer 2 da mithalten kann, ich bin gespannt. Während Janine fleißig saugt, will Yvonne wissen, was wirklich hinter dem Trendstaubsauger steckt. Innovativ saugen, die Tricks der Produktentwicklung. Er durchschaut jedes Werbeversprechen. Marketing-Experte Arndt Ziesche erklärt Yvonne, was neue Staubsaugermodelle wirklich attraktiv macht. Ich bin froh, dass Sie da sind, Professor Ziesche. Sie sind aus Hamburg zu uns gekommen und Sie erklären mir mal bitte, wie die Hersteller das machen, dass ich permanent das Bedürfnis habe, mir wieder ein neues Teil kaufen zu müssen. Also das Marketing hat ja die Aufgabe, böse gesagt, ein neues Produkt so schnell wie möglich zu veralten. Ich muss mir also immer wieder überlegen, wie schaffe ich es, dass die Kundin oder der Kunde schon nach 2, 3 Jahren das Gefühl hat, Mensch, dieser hat doch die bessere Leistung und vielleicht das tollere Design. Und so werden wir immer wieder getriggert, doch noch mal zu überlegen, ist dieses Produkt nicht noch schöner? Kann ich dieses Produkt vielleicht sogar an die Wand hängen? Die Aufgabe des Marketings ist es herauszufinden, was die Menschen schon immer haben wollten, ohne dass sie es selbst wissen. Krass, ne, Herr Professor, wenn man jetzt tatsächlich sich das überlegt, wie Sie das sagen, ne? Das ist eigentlich ein stiefmütterliches Teil. Und jetzt ist er auf einmal so ein Objekt der Begierde geworden. So eine Prestigisierung von Produkten, die haben wir ja in vielen Branchen. Und der Staubsauger ist da, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel, was ich mit
Designelementen auch an Kaufimpulsen herstellen kann. Wie viel von den Neuentwicklungen, alle 2 Jahre gibt es neue Akkustaubsauger, ist denn tatsächlich technischer Fortschritt und wie viel ist tatsächlich nur Verkaufsstrategie, Marketing? Also das Marketing darum hat sicherlich viel, viel mehr heiße Luft entwickelt, als auf der Leistungsebene wirklich geschehen ist. Heißt, kleine Verbesserungen in der Technik werden von der Marketingabteilung künstlich aufgebauscht. Wie das funktioniert, lässt sich Yvonne jetzt an konkreten Werbeversprechen erklären. Die unverzichtbare Reinigungslösung für mühelose Leistung. Das Beste aus 2 Welten, nun zum Greifen nah. Keine Fragen offen. Der lacht da, warum lachen Sie? Weil, also zumindest die ersten beiden haben überhaupt keine Anbindung an jetzt irgendeine spezifische Marke. Es ist häufig so, dass viele dieser sogenannten Claims oder früher Slogans eben sehr, sehr abstrakt sind. Abstrakte Slogans klingen modern und geben dem Verbraucher ein gutes Gefühl. Aber wirklich etwas über die Leistung des Geräts sagen sie nicht aus. So, hier haben wir noch ein echtes Leichtgewicht mit nur 2,3 Kilo. Das ist mal eine echte Leistungsaussage. Mhm. Also dagegen ist nichts zu sagen. Aber ich weiß ja gar nicht, wie schwer die anderen sind. Jetzt muss ich meinen, den ich zu Hause habe, erstmal auf die Waage stellen, damit ich weiß, dass das eine Verbesserung ist, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Nicht so viel denken, Frau Willigs. Das ist das, was mich persönlich am Marketing immer so aufregt. Also man denkt, der Mensch, der mein Produkt hoffentlich kauft, der denkt nicht. Also weniger denken, mehr kaufen. Was verspricht denn die nächste Werbung? Turbospin-Motor, schneller, leichter und noch effizienter. Was ist denn Turbospin? Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass alles immer gesteigert wird. Und Turbo weiß jeder, das ist irgendwie was Gutes, das ist irgendwie was Schnelles. Spin ist auch noch mal Tempo, Tempo, Tempo. Das ist so eine typische Marketinglogik. Schneller, leichter, effizienter hat man alles abgehakt und wieder überhaupt nichts gesagt. Wer ein neues Produkt kaufen will, sollte sich nicht täuschen lassen. Lieber einen Blick in das Produktdatenblatt werfen und die technischen Daten vergleichen. Der Begriff Markenführung, den könnte ich ja auch mit Kundenbindung gleichsetzen, oder? Kundenbindung und Vertrauen, ja. Und Vertrauen, so. Und da ist ja ganz entscheidend, wie arbeitet denn der Kundendienst von großen Herstellern, wenn ich ein Problem habe mit meinem Staubsauger? Das werde ich jetzt mal ein bisschen in unsere Rechercheabteilung geben und mich auch selber an den Computer setzen. Aber vorher interessiert mich noch, wie es bei Janine im Alltagscheck läuft. Hier wird gerade das mittelpreisige Gerät von Samsung ausprobiert. Der Akkusauger kostet im UVP knapp 600 Euro. Online erhält man ihn bereits für 297 Euro. Das Gerät hat eine maximale Laufzeit von 40 Minuten und verfügt über 3 Saugstufen. Besonderheiten? Das digitale Display und die herausnehmbare Elektrobürste. Gibt's schon Unterschiede zum Roventa-Modell? Wir haben hier noch 2 Halterungen für unser Zubehör. Es ist alles super aufgeräumt. Ich brauche nicht noch extra eine Kupplade oder einen Platz. Stecke ich hier einfach rein und habe hier alles zusammen. Ich habe hier ein ganz einfaches Bedienfeld. An, aus und die F-Stufen. Was mir sofort auffällt, ist, dass der sehr leise ist im Vergleich. Und in der geringsten Stufe kann man, glaube ich, sogar sagen, wenn ein Baby schläft. Leise ja, aber auch saugstark. Da ist kein Krümelchen mehr. Und das bei mal eben so zwischendurch mal drüber gehen, dafür ist er ja auch da. Und ich habe echt das Gefühl, dass auch auf kleiner und mittlerer Stufe alles gut sauber werden würde. Hält die Euphorie auch beim Zubehör an? Ich bin ja mega begeistert hier von diesem Aussatz hier, da man den ausziehen kann. Und ich gucke jetzt mal direkt, ob ich da ohne so einen riesen Stab dran zu bauen, wirklich hier in alle Ecken komme. Ich finde es richtig toll. Bei allen anderen Staubsaugern müsste ich jetzt immer noch das lange Rohr zwischenbauen. So klappt das richtig gut. Auch mit dem Akku scheint es kein Problem zu geben. Beide Etagen saugt die zweifache Mutter auf verschiedenen Saugstufen problemlos. Problemlos auch die Reinigung. Das Saubermachen von der Fußbodenbürste. Und zwar ist das hier richtig, richtig toll gelöst, weil es gibt hier einen Knopf und man kann das Ganze hier rausziehen und super easy sauber machen. Mit 0,8 Liter hat das Gerät den größten Staubbehälter im Test.
Ich probiere jetzt direkt mal den Beutel auszuleeren. Hätte jetzt auch noch was Platz gehabt. Also man müsste ihn jetzt nicht nach jedem Mal saugen direkt leer machen. Klingt nach einem vollen Erfolg, aber so richtig gespannt bin ich ja auf das teure Produkt. Zurück in der Redaktion möchte Yvonne herausfinden, wie gut der Kundendienst teurer Staubsauger wirklich ist. Ärgernis Kundenservice. Was, wenn dem Staubsauger die Luft ausgeht? Wenn ich mir jetzt mal die Platzhirschen angucke mit den teuersten Geräten, Dyson und Vorwerk in Sachen Kundendienst, dann ist aber hier im Internet ganz schön was los. Von komplett unseriös über Service ungenügend, Abzocke steht hier sogar. Unbeantwortete E-Mails und Zahlungsverzug. Ist es wirklich so schlimm? Wir wollen es wissen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das alles nicht korrekt und es schreit nach einem Redaktionstest. Mhm. Wir kaufen einen alten bei eBay oder keine Ahnung wo und versuchen dann damit mal zum Kundendienst zu gehen und zu gucken, was die uns sagen und wie, ob das jetzt hier nur so Einzelmeinungen sind, weil ganz oft ist ja so, dass nur die Negativen was ins Netz schreiben. Klar. Und so die ganzen positiven Erfahrungen gar nicht ankommen und vielleicht sind die ja hier mega happy schnappy, wenn wir da reinkommen und mit unserem defekten Staubsauger irgendeine Hilfe haben wollen. Im Internet und Bekanntenkreis sucht Yvonnes Redaktion nach defekten Staubsaugern. Ins Rennen gehen drei Geräte. Der Dyson V8 von Familie Sackewitz. Nach 4 Jahren hält die Akkuleistung bei maximaler Saugkraft nur wenige Sekunden. Gerät Nummer 2 ist ein Vorwerk VB100. Besonders ärgerlich, die Garantie ist erst ein halbes Jahr ausgelaufen. Dieses Teil kostet im Set stolze 1300 Euro, also schon relativ viel. Aber gibt, wenn man ihn seitlich anfasst, kleine Stromschläge und die Saug- und Akkuleistung ist wohl auch nicht mehr die beste. Das Gerät wurde über eBay gekauft. Ein K.O.-Kriterium für den Kundenservice. Auch von Vorwerk, aber alles andere als neu, ist der letzte Patient, ein Kobold 121. Ich erwarte ehrlich gesagt ein bisschen, wenn ich damit jetzt in den Vorwerkshop gehe, dass die mir einfach sagen, es tut mir leid, den reparieren wir nicht mehr. Und los geht's. Ausgerüstet mit versteckten Kameras versucht die Redaktion ihr Glück bei den Staubsaugergiganten. Ob im Handel alles mit rechten Dingen zugegangen ist, weiß sie. Sonja Gethardt, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, schaut sich mit Yvonne die Ergebnisse an. So ganz generell, ne, wenn Garantie und auch Gewährleistung abgelaufen sind, kann überhaupt eine Gewährleistung ablaufen? Was habe ich dann für Rechte als Verbraucher? Ja, zunächst mal müssen wir zwischen Gewährleistung und Garantie tatsächlich unterscheiden. Das sind zwei verschiedene juristische Begriffe, aus denen sich auch unterschiedliche Rechte für uns herleiten. Die Gewährleistung gilt 2 Jahre nach Kauf des Produkts und ist gesetzlich geregelt. Die Garantie kann in ihren Leistungen stark variieren und ist ein freiwilliges Angebot des Herstellers. Welche generellen Rechte habe ich denn innerhalb der Gewährleistung? Also auf was müssen die reagieren, auf was muss dann der Mangel ausgetauscht werden? Wenn innerhalb der 2 Jahre nach dem Kauf was passiert, wenn sich ein Mangel zeigt, dann sollte ich mich immer an den Verkäufer, also an denjenigen, mit dem ich den Vertrag geschlossen habe, wenden und dort meine Gewährleistungsrechte geltend machen. Für die Behebung des Mangels ist erstmal der Verkäufer, zum Beispiel der Elektrofachhandel, zuständig. Wer abgewiesen wird, kann die Reparatur oder Neulieferung per Einschreiben einfordern. Wichtig, Fristen setzen. Jetzt gibt's ja den Kundendienst. Und ich habe die Redaktion gebeten, sich Staubsauger zu besorgen und die mal in die Kundendienste zu geben. Und würde gern ihre juristische Einschätzung haben, was sie dazu sagen, was denen da passiert ist. Der ist jetzt 2,5 Jahre alt und gibt kleine Stromschläge, wenn man den seitlich anfasst. Sie hat den gebraucht gekauft. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Problem wäre. Die Garantie war 2 Jahre. Wäre das ein Garantiefall, bräuchte man von der Person, die das damals gekauft hat, eine Garantieübergabe. Garantie ist bei uns immer personenbezogen. Wieso ist denn eine Garantie personenbezogen? Also bei der Garantie, da haben wir ja wieder die Regel, dass der Hersteller, der diese Garantie ausspricht, die Regeln auch im Prinzip selbst freigestalten kann. Aber man muss auch sagen, bei der gesetzlichen Gewährleistung hat eigentlich die Käuferin der Käufer gegenüber Verkäufer die Ansprüche aus dem Gesetz. Und wenn ich dann ein Produkt gebraucht kaufe von einer Privatperson, dann habe ich als Endkäuferin ja eigentlich die Ansprüche gegenüber der anderen Privatperson. Das ist oft schwierig. Das finde ich jetzt auch schon wieder total bescheuert, wenn er personalisiert ist. Wusste ich nicht. Ist der Fuß jetzt auch mit drin?
Für den gibt es eine separate Reparaturpauschale. Damit würden die Reparaturkosten dementsprechend 130 Euro teurer. Generell gilt, wir reden jetzt über Reparaturpauschalen. Heißt, alles, was Sie mir jetzt nennen, wird geprüft. Preis bleibt der gleiche. Also, die schicken jetzt nur das halbe Teil ein. Es wird 130 Euro teurer, wenn Sie auch den Fuß mit einschicken. Obwohl die überhaupt noch gar nicht wissen, was eigentlich ist mit dem Ding. Ja, das Problem ist, dass wir uns hier ja wirklich außerhalb von Gewährleistung und Garantie befinden. Das heißt, was wir hier sehen, sind eigentlich neue Vertragsverhandlungen für einen Werkvertrag, für einen neuen Werkvertrag. Außerhalb der Gewährleistung arbeiten viele Hersteller mit sogenannten Reparaturpauschalen. Ich habe es jetzt zurückgekriegt. So, und jetzt haben die gesagt, ich habe einen elektrischen Schlag bekommen. Das stimmt ja schon mal nicht. Es wurden permanent Schläge bemerkt. Vorwerk sagt dazu, bei einem Kobold VB100 Akkustaubsauger kann es zu keinem Stromschlag am Griff kommen. Es kann jedoch vereinzelt zu statischen Aufladungen kommen. Der beschriebene Akkustaubsauger wurde durch den Vorwerk Reparaturservice geprüft. Im Rahmen der Überprüfung wurden alle relevanten Teile und Funktionen geprüft und gereinigt. Weil keine Reparatur anfällt, senkt sich die Pauschale auf knapp 40 Euro. Na gut, ob es jetzt wirklich ein Stromschlag war, können wir jetzt nicht mehr prüfen. Aber wer kennt's nicht, wenn man bei trockener Luft so richtig einen gewischt bekommt? Ein fader Beigeschmack bleibt bei mir trotzdem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, so im Sinne von Kundenfreundlichkeit und Verbraucherschutz finde ich das relativ schlecht, weil dieses Teil, was wir da abgegeben haben, das war 2,5 Jahre alt. Ja, gerade bei sowas Hochpreisigem würde ich immer erstmal versuchen, auf die Kulanz zu appellieren und zu sagen, ich habe mir da viel mehr erhofft. Ich habe viel Geld für ein eigentlich Qualitätsprodukt ausgegeben. Seht doch mal zu, dass ich da irgendeinen Vorteil von habe, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Juristisch ist das Ganze nicht angreifbar. Ein weiterer Tipp der Expertin: Gerade bei hochpreisigen Geräten Quittungen aufbewahren, Fotokopien anfertigen und Notizen des Kundengesprächs machen. Ich bin ja der Ansicht, dass man die gesetzliche Gewährleistung bei solch hochpreisigen Teilen auf jeden Fall nach oben setzen müsste. Also das war wieder meine persönliche Meinung, aber mich fragt ja keiner. Okay, wir gucken nochmal weiter. Ich habe ein Problem mit dem Dyson hier. Der ist 4 Jahre alt und wenn man den auf volle Leistung drückt, dann geht der noch knappe 20 Sekunden. Hast du den immer in voller Leistung betrieben? Wenn man den 4 Jahre benutzt und sehr häufig in Max gestellt hat, ist es ganz normal, dass der Akku dann auch seine Lebenszeit hinter sich hat. Die Max-Stufe, die empfehlen wir tatsächlich nur, wenn du den als Handsauger nimmst. Ich meine, das ist ja nur auch wieder ein Witz, ne? Was ist das denn bitte für eine Äußerung? Ich benutze ein hochpreisiges Gerät, das mir durch diese Werbung suggeriert, dass ich das in Zip-Zap alles sauber habe und ich darf das nicht auf höchster Stufe laufen lassen. Also wenn der Hersteller der Meinung ist, dass man gewisse Stufen nur für eine gewisse Zeit verwenden soll, dann muss da wirklich ein deutlicher Hinweis erfolgen, und zwar schon beim Kauf. Auf dem Gerät findet sich kein Hinweis, dafür auf der dritten und letzten Seite der Bedienungsanleitung. Wechseln Sie zwischen dem Modus hohe Saugkraft und dem Max-Modus. Um die bestmögliche Akkuleistung zu erzielen, sollten Sie den Modus hohe Saugkraft verwenden. Ein deutlicher Hinweis ist das für mich nicht. Also auf jeden Fall super aufmerksam die Bedienungsanleitung lesen. Im Geschäft reinigt der Verkäufer das Gerät. Also wenn du jetzt wirklich nochmal den Akku austauschen möchtest, ist das mit dem Einschicken vielleicht doch sinnvoller. Das heißt, die günstigste Variante wäre wahrscheinlich, selber nochmal eine Grundreinigung machen und nur den Akku austauschen. Es ist nicht kompliziert. Nicht kompliziert? Das will ich doch nachher selber mal ausprobieren. Also das fand ich jetzt von der Beratung her okay, ne? Der hat jetzt nicht direkt gesagt, nach 4 Jahren machen wir da sowieso nichts mit. Ja, also man hat den Eindruck, es wurde sich bemüht, aber so richtig festlegen wollte man sich ja auch nicht. Also ich als Endkundin wäre jetzt auch verunsichert, welche Option ist denn jetzt die beste für mich, weil bei allen eigentlich auch gleichzeitig gesagt wurde, versprechen können wir hier nichts. Kann uns Vorwerk was bei Patient Nummer 3 versprechen? Kann man gar nichts machen? Reparatur, irgendwas? Nein, null. Leider nicht mehr. Der wird nicht mehr repariert. Wenn Sie noch solche haben, mit Stoffbeuteln, gar nicht mehr. Es gibt auch noch 2 Hartschalen, die auch schon raus aus der Reparaturgarantie sind. Ich war überrascht davon, dass da sofort der Kopf geschüttelt wird und dass man einfach als Marke gar nicht darauf aus ist, den Kunden zufrieden zu machen, sondern da wird einfach, nö, ist nicht, ja gut, dann halt nicht, geht man traurig wieder raus. Ja, noch ist die Rechtslage da leider schwierig mit dem Recht auf Reparierbarkeit. Langfristig wäre das natürlich wünschenswert.
Das Recht auf Reparatur umfasst ein Bündel an Instrumenten, das die Reparatur von Alltagsprodukten erleichtern soll. Dazu gehört auch die Ausweitung der Gewährleistungsfrist. Vorreiter im Bereich Reparatur ist zurzeit Frankreich. Hier zeigt seit 2021 der sogenannte Reparaturindex an, wie einfach ein Gerät zu reparieren ist. Ich gebe den alten Vorwerk übrigens nicht so leicht auf und versuche ihn später selbst zum Laufen zu kriegen. Ja, noch viel zu tun auf dem Verbrauchersektor, würde ich mal sagen. Ja. Vieles können wir ja gar nicht, also durch korrekte Benutzung oder so, sondern einiges muss eben auch gesetzlich geregelt sein. Und dazu gehören für mich ganz klar, dass die Gewährleistung verlängert gehören und dass ein Recht auf Reparierbarkeit da sein muss. Das ist dringend notwendig. Absolut. Es gibt immer wieder auch Verbesserungen in dem Bereich. Aber uns reicht es natürlich noch nicht. Nee. Da kann noch viel mehr passieren. Also, was haben wir gelernt? Beim Kauf auf die herstellereigenen Garantieangaben achten. Bei Reklamationen und Reparaturen alles genauestens dokumentieren. Und hartnäckig bleiben. Ohne Mängel und Defekte läuft es hoffentlich bei Haushaltscheckerin Janine. Diese Woche ist das teuerste Produkt bei ihr am Start. Der Akkusauger ist von Miele. UVP und Einkaufspreis liegen auf der Seite des Herstellers bei rund 500 Euro. Das Gerät hat eine Laufzeit von maximal 60 Minuten und 3 Saugstufen. Für besonderen Saugkomfort soll die extra breite Bodenbürste sorgen. Die ganze Halterung wird dann von oben mit dem Zubehör aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall nicht unauffällig, sag ich mal. Dafür lässt sich der Sauger dank separatem Kabel auch ohne Aufladestation laden. Ich habe jetzt mal 2 Minuten grob gesaugt. Einfach mal einmal, um das Feeling noch mal zu haben. Ich finde ihn wirklich schwer. Ich möchte einmal die Treppe nach oben saugen. Da hole ich mir jetzt einen anderen Aufsatz für. Jo, das hat doch besser geklappt mit der Bodendüse. Aber was soll ich sagen? Mein Arm. Man braucht ordentlich Muskeln. Ne? Das ist echt wirklich, wirklich schwer, damit umzugehen. Dennoch hat er eine super Saugleistung. Wie sieht's mit der Akkuleistung aus? Janine will es ganz genau wissen. Jetzt will ich mal noch einmal durch das ganze Haus gehen. Gucken wir mal, ob der Akku mir auch reicht. Ich bin auch hier oben über gut rumgekommen, im Bad auch schön unter die ganzen Hochschränke in jede Ecke und ich habe noch 2 Balken Akku, also ich glaube, da kann man schon ordentlich was mitreißen. Der Staub ist weg, Zeit für die Reinigung. Mit einem halben Liter hat der Sauger die kleinste Staubbox in unserem Test. Also, ich habe ihn jetzt einmal ausgeleert, aber ich denke, wir müssten den jetzt schon mal einmal komplett den Filter sauber machen, weil da hängt noch ordentlich was drin. Ich habe das Gefühl, der Behälter ist nicht allzu groß, wenn man jetzt mal mit den anderen vergleicht. Da hat auf jeden Fall deutlich mehr reingepasst. Hier muss ich auf jeden Fall nach jedem Mal saugen den ausmachen und ich muss halt immer drin rumfuddeln. Na, so ganz überzeugt klingt Janine jetzt nicht. Ich bin auf ihr finales Testergebnis sehr gespannt. Wenn die Garantie abgelaufen ist von so einem Staubsauger, dann wird die Reparatur oft unverhältnismäßig teuer. Das führt dann dazu, dass man sofort neu kauft und so ein Teil wegschmeißt. Das ist nicht besonders nachhaltig. Deswegen schrauben statt schrotten. Ich bin verabredet im Repair-Café an der Uni in Bochum und die zeigen mir, wie man solche Staubsauger wieder flott kriegt. Reparieren statt wegwerfen. Tipps für ein langes Staubsaugerleben. Und er will alte Geräte vom Elektroschrott retten. Philipp Krüger, Gründer des Repair-Cafés. Hi. Hallo. Falsche Hand, aber die kommt vom Herzen. Mit dem Gepäck hat Yvonne den Dyson von Familie Sackewitz. Im Geschäft haben wir die Info bekommen, dass nach 4 Jahren der Akku gewechselt werden muss. So, wie würdest du jetzt vorgehen? Ich würde ihn jetzt erstmal mit dir zusammen rausholen. Ja. Und dann messen wir einmal nach, ob der auch wirklich keine Spannung mehr halten kann, also defekt ist. Dafür löst Philipp Krüger erstmal den Akku vom Hauptgerät.
Damit sich Akkus und Batterien zukünftig leichter entnehmen und ersetzen lassen, wurden vor kurzem die Batterierichtlinien aktualisiert. Bei den Geräten, die Janine gerade für mich testet, geht das übrigens schon. So, jetzt schieben wir das hier mal rein und gucken mal, was passiert. Kannst du das hier lesen? 45, 23, 72. Also das ist noch nicht mal ein ganzer Volt. Also der ist auf jeden Fall sehr stark entladen. Denn eigentlich soll der eine Leistung von 21,6 Volt haben. Tipp: Für ein langes Akkuleben sollte er geladen werden, sobald die Akkuleistung unter 50% fällt. Ach, das ist doch nicht praktikabel, Leute. Ich sag nur, dass es besser wäre. Ja, aber das ist ja, das, ja, okay. Also ich, wenn ich so einen Akku habe, einen relativ teuren Akkustaubsauger mir gekauft habe, dann darf ich nur so lange saugen, bis der mir sagt 50% und dann muss ich ihn schon wieder aufladen. Theoretisch wäre das aber besser. Aber auch nur auf 80%. Das heißt, ich habe ja in der Theorie nur 30% der angeblichen 100%, mit denen ich überhaupt saugen kann. Praktisch wäre das so. Für Janines Gerät hat Yvonne im Internet einen neuen Akku besorgt, für gut 40 Euro. Zum Vergleich, beim Hersteller kostet das Produkt fast 100 Euro. Welcher Akku für welchen Sauger geeignet ist, verrät die Seriennummer. Hier sieht man auf jeden Fall, dass hier mehr Saft drauf ist. Mhm. Und deswegen werden wir den jetzt mal austauschen. Ja. Hast du dir das alles gemerkt? Ich habe mir das alles gemerkt. Pass auf. Ich habe mir das alles gemerkt. Der muss. Wo kommt das denn noch mal hin? Ich hab mir das nicht mehr gemerkt. Oh oh, kriegt Yvonne das Gerät trotzdem ans Laufen? Voller Erfolg. Das ist ja sozusagen unser Anspruch hier, dass viele Geräte auch ein zweites Leben bekommen oder ein drittes Leben. Und deswegen sage ich immer, Liebe reinstecken und dann hat man auch eine persönliche Bindung. So, jetzt bin ich aber richtig gespannt auf Patient Nummer 2. Das Vorwerk Urgestein erntete im Geschäft nur ein mildes Kopfschütteln. Ob da noch etwas zu retten ist? Ich würde sagen, wir machen erstmal Bestandsaufnahme. Jetzt haben wir ja hier einen Vorwerkstaubsauger. Das Besondere am Vorwerkstaubsauger ist ja, dass sie von alleine stehen können. Deswegen der schwere Motor ist vorne im Kopf drin. Und da muss natürlich der Strom ankommen. Und jetzt schauen wir erstmal, wie sieht denn das überhaupt aus? Läuft der Strom überhaupt durchs Kabel? Ja, hinten bis zum Motor? Wer sich die Reparatur in Eigenregie nicht zutraut, dem helfen auch Ehrenamtler wie Philipp. Ganz offensichtlich haben wir hier auf jeden Fall ein Problem mit dem Kabel. Ist ja witzig. So, das heißt, es ist sehr gut möglich, dass der Rest einfach funktioniert. Mhm. Probleme mit dem Kabel gehören zu den häufigsten Fehlern beim klassischen Bodenstaubsauger. Ach, guck mal hier, das sieht doch schon mistig aus. Ich habe schon wieder so eine leichte Form von Schnappatmung hier, weil wenn das jetzt tatsächlich der einzige Fehler ist, dass hier ein Kabelbruch ist, dann finde ich das eine Frechheit vom Kundenservice von Vorwerk, dass die sich noch nicht mal die Mühe machen, das Ding aufzuschrauben. Der war ja jetzt auch hier relativ einfach, erstmal zu gucken, dass der Fehler wirklich in diesem Bereich ist. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sah das ziemlich simpel aus. Eindeutige Analyse des Fachmanns, Kabelbruch. Aber Yvonne ist noch etwas ins Auge gefallen. Darf ich kurz fragen, was dieses Zeichen hier bedeutet? Weißt du das? Das ist das Herstellerdatum. Da siehst du, dass das im Juni 1994 wurde dieser Vorwerkstaubsauger im Lager produziert. Ist ja fast 30 Jahre alt. Ja, aber das heißt ja nichts. Wenn wir hier das Kabel austauschen, vielleicht haben wir Glück und er läuft einfach wieder. Das wäre so cool. Da würde ich mich so drüber freuen, wenn das wieder geben würde. Jetzt nur noch schnell das beschädigte Stück Kabel abschneiden. Dann heißt es Luft anhalten. Ich raste aus. Das ist ein Fehler. Da haben wir jetzt aber auch nur, weil ich nicht gut schrauben kann, eine Viertelstunde dran gemacht und getan. Das war es. Und wir haben so ein Stück Kabelverlust gehabt. Was ist denn das bei euch, lieber Kundenservice? Das hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ganz ehrlich, da müsst ihr nachbessern. Gibt's doch wohl nicht. Das riecht mich voll auf, oder nicht? Das, ich meine, das Teil ist 30 Jahre alt, aber es funktioniert doch dann auf jetzt noch. Auf jeden Fall. Gibt's ja wohl. Guck dir das mal an. Ja, super. Auf Anfrage schreibt Vorwerk. Vorwerk bietet grundsätzlich Ersatzteile und Reparaturen für ältere Produkte nachhaltig bis 10 Jahre nach Kaufdatum an. Der Verkauf des Kobold VK 121 wurde 1998 eingestellt. Eine Reparaturverpflichtung ist 2008 abgelaufen. Der beschriebene Staubsauger Kobold VK 121 war somit mindestens 25 Jahre funktionsfähig im Einsatz. Ja, klar, das stimmt, aber mit einem kleinen Handgriff schafft er vielleicht noch mal 25. Damit es gar nicht erst zum Defekt kommt, hat Philipp noch ein paar Tipps für die Reinigung. Der Klassiker ist erstmal die Bodendüse. Wir sehen
Die hat hier schon ein bisschen gelitten, ne? Mit Härchen von allen möglichen Menschen. Die Tipps des Experten. Bodendüse regelmäßig reinigen und von Haaren befreien. Das Gehäuse ab und zu mit einem feuchten Tuch auswischen. Alle 2 Monate den Staubsaugerbeutel wechseln. Abluft- und Motorfilter mindestens einmal im Jahr wechseln. Und diese Maßnahmen, ne, die sind jetzt einmal dafür da, damit ich Spaß am Staubsaugen habe. Mhm. Aber es ist auch, um die Lebensdauer zu erhöhen. Natürlich. Oder? Oft merkt man es auch am Staubsauger, wenn der sehr warm oder fast heiß wird, dass er irgendwo ein Atemproblem hat und irgendwo was verstopft ist. Das ist immer das erste Indiz, dass man mal eine Grundreinigung machen sollte. Und wenn gar nichts mehr geht, fachgerecht entsorgen lassen sich Staubsauger auf kommunalen Wertstoffhöfen und bei einigen Elektrofachhändlern und Discountern. Hier einfach im Geschäft nachfragen. Klappe zu. Affe tot. Affe tot sozusagen. Die Lebensdauer eines Staubsaugers lässt sich entscheidend verbessern, wenn ich den vernünftig reinige und pflege. Und bei kleineren Problemen entweder selber versuchen, Hand anzulegen, beispielsweise den Akku auszutauschen, oder bei den größeren Sachen, wenn zum Beispiel ein Kabelbruch vermutet wird, gerne mal den Fachmann zu Rate ziehen. Da kann man eine Menge Geld sparen. Und jetzt will ich endlich wissen, wie haben sich die Trendsauger in Janines Putzalltag geschlagen? 3 Wochen lang hat sie die Geräte ausprobiert. Welchen fandet er gut, welchen fandet er gar nicht gut? Also die sind eigentlich alle 3 gut. Wir haben mit dem Roventa hier auch schon gestartet. Ja. Fand ich ganz gut. Ich habe nicht einmal irgendwie die Zeit gestoppt, weil egal wie viel ich gesaugt habe, mir ist der Akku nicht einmal in der ganzen Woche ausgegangen. Okay. Das Einzige, was nervt, das siehst du ja auch schon. Jetzt guck mal hier. Man muss immer drauf treten. Ein Problem, das auch das teure Miele-Produkt hat. Bei dem Sauger hat Janine aber etwas anderes gestört. Der ist aber deutlich schwerer. Ja. Allerdings, boah, richtig krass schwer. Extrem schwer. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass er halt so unglaublich schwer ist. Da habe ich auch gedacht, da ist die Akkuleistung auch egal, weil du schaffst damit gar keine 5 Minuten saugen. Für mehr Komfort lässt sich der schwere Akku des Saugers an das Stielende bauen. Ja, also leise ist er auch nicht. Nee. Er hat halt eine Wahnsinns-Saugkraft. Ja, also der ist richtig gut. Was das angeht, mit einer breiten Bürste. Aber es ist halt jetzt nichts mal für so eben und hier und da. Stark im Saugen, dafür Minuspunkte im Handling. Hat das bei dem Samsung-Sauger besser geklappt? Bei mir liegt er besser in der Hand. Ich habe nur super Ergebnisse damit gehabt. Also ich meine sogar, dass auf der geringsten Stufe man auch gut saugen kann sogar. Er lässt sich ganz einfach bedienen. Er lässt sich super schnell zusammenklicken, auseinanderbauen. Es ist so ein richtiger Allrounder für mich gewesen. Begeisterung also, pur. Ja, total. Und würdest du dein Dyson dafür wegtun? Sofort, für den? Sofort ja? Eintauschen. Tatsächlich, ja. Okay. Auf der Stelle. Und was ist mit dem alten Kabelschlitten? Ich habe ihn nicht vermisst. Also ich war mit den Geräten total fein. Ich würde ihn ungern abgeben, weil gerade wenn wir richtig Grundreinigung machen und länger saugen, ist das natürlich angenehm. Und ich nutze ihn halt auch unglaublich gerne fürs Auto. Als Zweitstaubsauger darf der Kabelsauger bleiben. Jetzt seid ihr Profis geworden. Worauf würdest du jetzt achten, wenn du dir ein neues Gerät kaufst? Es muss halt alltagstauglich sein. Darauf würde ich achten. Und wenn ich den Akku auch noch leicht wechseln kann, aber das kann ich ja bei dem günstigeren Gerät auch, dann reicht mir das vollkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt. Klarer Testsieger in unserer Alltagsstichprobe, der mittelpreisige Samsung. Platz 2 belegt das günstige Modell von Roventa. Auf dem 3. Platz landet das teure Gerät von Miele. Der ist zwar saugstark, aber im Alltag für Janine zu unhandlich. Mich haben ja die Akkustaubsauger nicht wirklich überzeugt. Ne? Der Grund ist, ich finde die einfach noch viel zu teuer. Und ich finde auch, dass die Akkuleistung noch zu schwach ist und dass außerdem richtige Verschleißteile sind. Wer aber trotzdem Spaß daran hat, flexibel zu sein und mitspielen möchte beim großen Trend Akkustaubsauger, der sollte gucken, wie breit die Düse ist und sich auf jeden Fall auch das Zubehör anschauen. Und wer seinen Staubsauger, egal welches Modell, regelmäßig reinigt und pflegt, der hat wirklich lange was davon und kann jahrelang den ganzen Staub wegsaugen.